Stillleben mit Pflaumen ist der Titel eines Gemäldes, das der französische Maler Jean-Baptiste Simeon Chardin etwa im Jahr 1730 geschaffen hat. Stillleben ist übrigens eines der wenigen deutschen Wörter, die man mit drei gleichen Konsonanten schreibt. Dreimal der Konsonant L. Wir sehen uns nun das Gemälde unter verschiedenen Aspekten an und entscheiden jeweils, ob die Aussage dazu falsch oder richtig ist. Die Objekte sind im Dreieck angeordnet. Das sieht man auf den ersten Blick. Dieser Aussage stimmen wir also zu. Die Pflaumen sehen weniger frisch aus als die Kürbisse. Das ist schwer zu entscheiden. Der weiße Belag der Pflaumen, hier sehen wir ihn, sagt uns, dass sie wahrscheinlich frisch vom Baum kommen. Folglich kann man die These wagen, dass sie mindestens genauso frisch sind wie die Kürbisse und damit ist diese Aussage falsch. Die Oberfläche der bauchigen Flasche ist ebenso glatt wie die Oberfläche des Wasserglases. Tatsächlich haben wir hier eine bauchige Flasche. Das ist diese runde Form und der untere Teil ähnelt einem Bauch. Und die Oberfläche dieser Flasche, Oberfläche ist das englische Wort Surface, die Oberfläche dieser Flasche ist tatsächlich genauso glatt wie die Oberfläche des Wasserglases. Wir stimmen dieser Aussage also zu. Wir sehen Spiegelungen auf der Flasche und dem Glas. Das ist richtig. Wir sehen hier eine Spiegelung, hier spiegelt sich der Kürbis im Wasserglas. Das heißt also, wir sagen zu dieser Aussage ja. Das hölzerne Sims, auf dem die Objekte stehen, hat einen Riss. Das Sims ist die Unterlage für alle diese Objekte und tatsächlich hat es hier auf der linken Seite einen Riss. Also sagen wir ja. Die Darstellung wirkt eindimensional. Das ist keinesfalls richtig. Diese Pflaume rollt auf uns zu. Dieser Kürbis ragt nach rechts in das Bild hinein, der andere nach oben links. Auch die Anordnung von Flasche und Glas lässt das Bild dreidimensional wirken. Also stimmen wir nicht zu. Das Glas ist durchsichtig und halb voll. Ja, wir können tatsächlich durch das Glas hindurch sehen. Es ist also durchsichtig. Wir können nicht genau feststellen, ob es wirklich halb voll ist, aber es wirkt so und so stimmen wir dieser Aussage auch zu. Der Korbteller mit den Pflaumen befindet sich im Vordergrund. Korbteller, das ist dieser aus Weiden geflochtene Teller, auf dem die Pflaumen liegen. Es ist eine Art Korbmaterial, aber im Vordergrund befindet sich dieser Teller nicht. Daher sagen wir nein. Hier herrscht Stille.
Man muss nicht lange überlegen, um dieser Aussage zuzustimmen. Sie lässt uns auch an den Titel Still leben denken, also sagen wir ja. Es gibt Lichteffekte, aber keinen Schatten. Das ist nicht richtig. Wir sehen zum Beispiel hier Licht, hier ein Lichteffekt, aber hier auch den Schatten. Hier ist der Schatten des Glases, hier der Schatten des Kürbisses. Diese Aussage ist also falsch. Nun folgt ein Text über dieses Bild. Viele der verwendeten Vokabeln haben wir schon kennengelernt. Es sollen die Lücken mit den richtigen Wörtern unterhalb des Textes gefüllt werden. Das hölzerne Sims, auf dem Jean-Baptiste Simeon Chardin das Stillleben präsentiert, hat einen, wir erinnern uns hier, einen Riss. Alles andere ist perfekt. Die weichen, frischen etwas auf dem Korbteller, hier war der Korbteller und natürlich liegen auf dem Korbteller die Pflaumen, die weichen, frischen Pflaumen auf dem Korbteller, die reifen, sonnenbeschienenen, ein Pluralwort, Kürbisse, das kühle, glatte Glas mit Wasser, die bauchige, dunkle Flasche. Es herrscht Stille. Und doch wirkt es lebendig, wie eine der Pflaumen auf uns zurollt und wie die Kürbisse in das Bild hineinragen. Ebenso lebendig sind die Lichtreflexe und, wir brauchen wieder ein Wort im ein Nomen im Plural, und Spiegelungen. Im Kontrast zu den braunen Schattierungen des Vorder- und Hintergrunds. Auch wenn die Auswahl der Objekte zufällig wirkt, scheinen sie zu kommunizieren. Und sei es nur in ihrer Perfektion.